Willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer Generals Stunde 0. Diese Nuss hier ist eine etwas härtere, die wir knacken müssen. Und das nicht unbedingt, weil die Mission schwer im Sinne von... Unser Kommandobot ist entdeckt worden. Im Zielgebiet sind mehrere Radarwagen. Passen Sie auf, dass Sie unsere Einheiten nicht orten. Darum schieße ich auf diese Dinger. Nein, jedenfalls, wo ich stehen geblieben war. Wir sind ziemlich stark unter... Ja, haben nicht genug Waffen. Und der Kommandobot hält auch überraschenderweise für einen Kommandobot nicht gerade viel aus. Wieso hat der jetzt Schaden gekriegt, der Sniper? Dann schicken wir den mal los, damit dieser schneller einige Level-Ups hat, damit er der Beste wird und sich wieder von alleine heilen kann. Unser Kommandobot ist entdeckt worden. Das ist zu leicht. Ja, zum Glück kann so ein Radarwagen nicht viel machen. Ah, okay, die heilen sich schon bei 2 Sternen. Sniper Squad to the rescue! Da steht ein Panzer, den sollte ich unter Umständen vermeiden. Ja komm, den einen hätte er ja wohl auch noch erwischen können. Da. Gut, der Kommandobot, der kommt mal mit. Und die Drohnen. Wir werden den Angriff anders als im letzten Video mit ja voller Schlagkraft machen. Also heißt 3 Drohnen und der... Hier, wie heißt der? Colonel Burton Hampelmann. Und vorrücken. Etwas folgen und alle über den Haufen geschossen. Ich habe ihn gesehen. Ich sehe mich mal um. Ja, der Kommandobot muss hier vorne hin. Das ist das Problem, wenn man eine Mission hat, wo ein Charakter abhängig ist. Warum auch immer. Das hat zwar nicht wirklich was mit der Mission zu tun, aber naja. Das Gebäude gehört uns. Jetzt noch ein paar Waffen und alle sind frei. Statt sie mir mal auf die Idee kommen. Dass sie mal auf die clevere Idee kommt hier und mir mal eventuell ein paar Einheiten als Unterstützung schickt. Ganz cool, ja. Aber nö, warum denn? Sachen, die Sinn machen, machen keinen Sinn. Zumindest nicht in Command & Conquer. Die Sniper müssen anders positioniert sein. Gut, ein Level 2 Sniper, ein Level 1 Sniper und 2 Level 3er. Angreifen, du folgst. Ich würde gerade sagen, musst du erst noch einen halben Kilometer um die Drohne rumlaufen, wir lassen drauf schießen. Das funktioniert eigentlich wunderbar in der Regel. Okay. Du dahin. Ihr zwei kümmert euch um das Team hier vorne. Gut. Ich sehe schon hier oben. Okay.
schießen. Und Colonel Dingens hier, der wird jetzt hier reingehen und die Bombe legen. Beobachten wir eine Bombe bei ihrer Arbeit. Ich warte, bis ein Gegner rauskommt. Boom! Gut, zerstören. Ich wusste gar nicht, dass die wie so Vietnam-Camps haben. Okay. Ein zusätzlicher Sniper. Vielleicht werden diese Cyborgs den Krieg eines Tages entscheiden. Vielleicht. General, das Labor ist nördlich von Ihrer jetzigen Position. Sie müssen allerdings noch an einigen Abwehrstellungen vorbei. Passen Sie auf sich auf. Daran arbeite ich. Erstmal speichere ich allerdings, damit wir das nächste Mal die Mission nicht unbedingt direkt wieder von vorne starten müssen. Blendgranaten, die brauche ich bestimmt noch für Häuser. Und 5 Bazookas. Schicken wir die beiden schwächsten Sniper mal voran, damit die mal ein bisschen aufgepowert werden. Hier sind doch bestimmt noch... Da! Soldaten. Viele. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Ich wurde befördert. Oh, ich kann mir aber noch nichts holen. Manu, gemein. Ich bin nicht amüsiert. Oh shit. Freunde der Sonne, was habt ihr da eigentlich vor? Ach nein! Wer rechnet denn noch mit so einer Scheiße? Verdammt nochmal. Okay. Ruhig bleiben, die Mission ist noch zu schaffen. Ein Sniper ist zwar scheiße, weil ich ihn verloren habe, aber es ist ein erträgliches Opfer. Ist ja ein Cyborg. Also es ist ja kein Mensch. Ziemlich viele Truppen. Spezialeinheit bereit. Suchen und zerstören. Drohne glitscht da rum. Ich kenne mich aus. Fängt mich nicht. Muss beseitigt sein. Ganz cool. Kommt her, ihr Sackgesichter. Ich spreng euch alle in Fetzen. Ausgezeichnet. Ich weiß zwar nicht, ob das so clever ist, einen einzelnen Marine loszuschicken. Und Hausputz. Ach, er seid sich da ab, oder was? Schieß. Gut, Schwein gehabt.
Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich einen verloren habe. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Jetzt aber. Huhu. Reparatur pur. Brauche ich sowieso. Ich sehe alles. Suche eine bessere Position. Sniper. Ich sehe mich mal um. Marines. Vier Stück kriege ich da noch rein. Blendgranaten. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich irgendwie einen Bonus hätte. Vielleicht irgendwann mehr Panzerbrechendes, weil es ist ja definitiv, dass hier oben noch mehr ist. Also hier traue ich nicht. Irgendwas stimmt mit den Dingern nicht. Da könnt ihr mir sagen, was da wollt. Gucken wir mal vorsichtig was vor mit denen hier. General, die IBG hat offenbar chemische Granaten entwickelt. Seien Sie vorsichtig. Dann haben sie halt chemische Granaten. Warum nicht? Das sind schließlich Terroristen. Da kann man das ja anscheinend erwarten. Okay, ich muss gerade überlegen, aber das ist auch, weil ich taktisch hier fast keinerlei Einsicht habe. Oh, was haben wir denn da? Ziemlich dicken Trupp. Moment. Was war das? Suchen Sie das Dorf nach Missing in Action Soldaten ab. Ihr beiden. Wird Zeit, die restlichen Gebäude sauber zu machen. Wenn hier natürlich jetzt noch ein Haufen anderer Soldaten sind, das kann praktisch werden. Eigentlich vom Prinzip her sind die Blendgranaten einfach nur unfair. Ausgezeichnet. Zur Kirche. Zur Kirche oder in die Kirche? Nein. Suchen Sie im Dorf nach Missing in Action Soldaten. Muss ich jetzt in jedes Gebäude einen reinschicken oder was? Er zeigt mir hier oben die Kirche an. Qual der Wahl, wo könnten die sein? Außer natürlich die meinen unten, den Panzer, der muss noch weg. Ja Leute, hier sind irgendwie keine... Nehmen wir mal einen raus. Oh shit. Okay. Verdammt. Ich pick mir natürlich den einen einzigen raus, der halb tot ist. Der ist ja auch fast tot. Die beiden müssen mitkommen. Ich muss den Panzer unten zerstören. Ich weiß nicht, aber vielleicht muss ich das. Suchen Sie im Dorf nach Missing in Action Soldaten. Obwohl, das kann ja eigentlich nicht sein. Moment. Doch nicht.
Ach, oder muss ich Mr. Burton hier hinbringen? Moment, dann machen wir das anders. Ihr beiden, kommt wieder hier rein. Die Drohnen kommen hier oben hin. Und du kommst da raus. Geh zur Kirche. Sieh nach, ob du da was tun musst. Heldenhaften Scheiß, so John Rando, Rambo-Kram und so. Rando. Ich darf kein Copyright verwenden. John Rando. Schon gesehen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Was haben wir denn? Mikrowellenpanzer haben wir und ein Paladin-Panzer. Okay, Leute, an der Stelle muss ich diesen Part erstmal beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Eine etwas ruhigere Runde zu später Stunde. Na komm, den Kill kriegen wir ja wohl noch. Oh, hier ist ein bisschen mehr. Dafür müsste ich 3 Marines opfern. Okay, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich freue mich über jegliches Feedback und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ansonsten war's das dann. Bis zum nächsten Part. Ciao.